Willkommen zu einem weiteren Together-Part Splatoon 2 Online Salmon Run. Heute mit Yuletimes Gaming, hallo. Moin. Und LPS-Fan Nathalie, moin. Hi. Etwas schüchtern, aber... Wir sind hier mit, weil wir keinen Mitspieler gefunden haben nach einer halben Ewigkeit und mein Deutsch ist am Start. Ja, mein Deutsch ist dann auch mal am Start. Eindeutig, so wir spielen zu dritt. Weil, ist ja lustig. Oh. Vor allem bei einer Goldini-Runde zu dritt. Alalalala. So, Nathalie hat... Oh, einen Goldini. Den Goldini gefunden. Kleinen Tipp, Nathalie, du kannst auch einfach sagen, dass du ihn gefunden hast. Du brauchst nicht unbedingt in-game diese Nachricht schreiben. Ich mach das aber immer. Ja, ich eigentlich auch, aber okay, trotzdem. Wir haben keinen weiteren Mitspieler, deswegen... Oh shit, keine Tinte. Ja, deswegen sind wir nicht Goldini. Wir haben keine Freunde. Mhm. In der Tat. Boah, ich hasse die Salmoniden. Und ich komme hier gerade nicht aus der Ecke. Wenn ich den instant finde. Rip, der ist nicht tot. Hier. So, Yuletimes hat sich gerade auch gefreut, dass er mal mit Nathalie spielen kann. Hast du echt noch nie mit Nathalie zusammengespielt? Okay, ich muss dich lauter machen, bist du leise. Ja, das ist gut möglich. Hast du gesagt, Dietrich? Hast dich ja vorhin gefreut, dass du mal mit Nathalie zusammenspielen kannst. Hast du noch nie mit Nathalie gespielt, oder? Ja, vielleicht einmal in meinem scheiß Leben. Aber eiersüchtig ist ja nicht, wie man hier sieht. Die macht ja kein Ding da rein. Ja, soll wohl sein, wenn wir gerade keinen Goldini offen haben. Ja, hab ich noch gedacht. Übrigens, der Kanal von Nathalie ist auch in der Videobeschreibung zu finden. Ich weiß nicht, ob Yuletimes einen hat. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja, ich habe einen Kanal, aber keine Videos. No. Dann lohnt es sich nicht zu verlinken. Nee, dann findet ihr nur Nathalies Channel. Aber da findet ihr auch Splatoon 2. Ich habe den sogar noch gehittet. Ich bin ein krasser Typ. Ja, ich habe einen Feindesperse. Ganz schön fein. Kommst du mit Sniper klar, Nathalie, oder? Ja. Okay. Nathalie redet ein bisschen wenig, ist ein bisschen schüchtern, aber... Ja, hab ich mir auch gedacht. Was soll's? Wie meine Freundin. Jo, danke. Ich war am Anfang auch irre schüchtern. Ich hatte am Anfang sowas von Problemen mit Kommentieren, aber... Man kommt ja mit der Zeit rein. Man muss sich aber dann auch immer wieder vor Augen führen... Komm mal mit der Zeit rein, das ist nur der zweite Aufnahme. Ja, moin. Man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass man während einer Aufnahme immer noch alle Sachen rausschneiden kann. Jo, das ist ja das. Das gehört mir? Nein, nein, nein. Nein, aha. Scheiß Mädchen. Und ich bin gestorben. Läuft. Jo. Okay, Nathalie regelt. Ja. Böhm. Ich hole mir mal die Snake. Oh, ich wollte die eigentlich holen. Dann hole ich mir halt den Bam. Der Julian Bam. Und der Schleichwerbung. Abonniert ihn nicht. Der ist Kabel. Der bringt nur Scheiße, Let's Plays von gar nichts. Du weißt schon, dass es überhaupt nicht kein Let's Player ist, aber. Nun ja. Nein, wer ist da gestorben? Natürlich ist gestorben. Alle gehen hier auf mich. Ich bin hier fokussiert. Hab keinen Bock mehr. Aber läuft! Drei Leute, wir haben die zweite Welle überstanden mit 21 Goldfischeiern. Jo, Gigi. Wenn rasiere ich noch den Salmoniden. Übrigens, dieses Killen der Salmoniden nach Ablauf der Zeit. Oh Gott, ich hab einen Sniper. Das bringt tatsächlich was, weil 200 normale Fischeier bringen ja auch einen Punkt auf der Belohnungsskala. Also das kann man ruhig immer machen. Wer hier vorne ist, ein Racksack. Ich mach rechts. Okay, Nathalie hat direkt links gemacht. Perfekt. Ja, und Nathalie gehört so ziemlich zu den besten Splatoon 2 Spielern auf meiner Freundschaftsliste, weil, was habe ich da gerade gemacht? Die geht schon immer
ganz schön schnell vor meine Fresse. Ist mal wieder sehr ruhig bei uns im Discord. So bin ich wieder bei. Achso, wo warst du gerade? Ah, gerade so mal. Sag mir aber bitte nicht, dass du in-game. Schreistrahle. Ah. Jo, ist down, aber. Oh mein Gott, no. Kommt nicht mehr. Nee, ich glaube, die Runde geht verloren. Bombe in die Mitte. Nein! Oh. Ja, das war's. It's been a long way. Scheiß Auto. Das Auto heißt immer noch Pfandit, aber ja, wir wissen, was du meinst. Ja, ich nenne es aber Auto. Auto habe ich auch nicht gehört, die Bezeichnung. Boah, ich habe 80 Points, ich bin ein krasser Typ. Ich habe eine Nachricht auf Discord. Ja, moin. Kann man mal machen. So, und ich würde sagen, ich cutte da mal kurz, bis wir einen Mitspieler gefunden haben. Yay, wir haben einen vierten Teamkameraden. Halleluja. Diese Runde hat es dann mal geklappt. Nachdem wir nach einer Sekunde einen Teamkameraden bekommen haben, sind wir so happy. Wir machen hier Party. Was laberst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, Sniper, ja. Warum Squidback, Nathalie? Hashtag nur Hobbys. Yay! Die Salmoniden werden dich trotzdem nicht verschonen. Aber egal. Ja, das ist so. Und wieso bekomme ich immer den Disperser in der ersten Welle? Ich habe eine Runde vorher gespielt, Disperser sofort erste Welle. Gerade Disperser erste Welle, jetzt Disperser erste Welle. Warum? Komm, nie. Oh, der Chatpack hat mir mein Leben gerettet. Und die Klecksbombe war sehr, sehr gut. Sniper im Nahkampf ist nicht gut. Merkt euch das. Sniper im Nahkampf geht generell nicht gut. Was haltet ihr eigentlich von dem Update des T-Tubers? Was kommt vielleicht für ein Update? Nee, der T-Tuber kann jetzt auch schon killen, wenn er nur 71% aufgeladen ist. Eine Sekunde schnell aufgeladen schon. Der muss 71% aufgeladen sein, dann macht er schon 100 Schaden, also killt den Gegner. Der muss nur eine Sekunde aufladen, ist der schon tödlich. Ja, das ist damit die einzige Sniper, die man nicht komplett aufladen muss. Das hat aber den Hintergrund, dass T-Tuber so langsam auflädt wie ein Eliter, aber gleichzeitig die Range von einem Sepiator hat. Kann dafür unter der Tinte permanent aufgeladen bleiben, so ziemlich. Was haltet ihr davon? Weil bisher war der T-Tuber immer so ein Meme. Komm, ein Ei mach ich noch. Sonic Keine Speed, Antwort, Sonic okay. Fuck you. Wusstet ihr, dass man für Squidbagging gebannt werden kann, wenn es gegen andere Leute gerichtet ist? Ja, das kann, wenn man andere Leute squidbaggt. Ja, wenn man so gemeinsam squidbaggt, alles in Ordnung, aber ansonsten wird man von Nintendo gebannt. Ja, wenn man andere Leute mit dem Fahrrad. Mann, ich will auf in der Kanone. Ich geh mal schnell. Ich geh in die Beste, die ganz oben. Ich geh mal schnell Eier holen, shit, ich bin gegen den. Gegen eine Schlange da. Geliest. Boah, ich liebe diese Kanonen. Jo, die sind ganz lustig. Ah. Das Schöne bei diesen Wellen ist, dass man so irre viele Fischeier macht. Boah, irgendwer wollte mich gerade umziehen. Oh shit. Nett, könnt ihr hier hinten mal hinfeuern? Ich baller mal rein, Cedric. Weil, nun ja, hier war gerade ein bisschen voll. Ich nenne es einfach mal so. Boah, da braucht man ja nur reinballern. Vor allem ich hier.
Besonders fies in diesen Wellen sind ja die Gegner, die man nur mit Granaten besiegen kann. Also die Walfische da und die Rackzacks. Hab ich. Die sind in diesen Wellen natürlich irre fies. Ich lade mal. Irgendwann will mich schon wieder abballern. Lol, wie viele Fischeier sind da hinten? Muss ich noch kurz abscreenshotten. Lol. Nathalie, du bist gefragt. Was? Hier sind viele Fischeier. Ganz, ganz schnell. Ein Chris noch. So. Sehr schön. Bleibt noch die letzte Welle, das heißt. Oh Gott, L3-Tintenwerfer. Den habe ich noch nie gespielt in Online-Modi. Also in normalen der Online-Kampf. Der ist so OP im Nahkampf. Ja, im Nahkampf. Da kannst du nur rasieren im Nahkampf mit dem. Nathalie, bist du eigentlich in allen Rangkampf-Modi inzwischen S? So, ich dachte, weil ich zu dir gesagt. Nathalie? Ja, ich bin überall. Nathalie ist kühlsüchtig, die hat um die 1000 Stunden Splatoon-Spielzeit, also. Echt? No Hobby. Hast du es ernsthaft nachgeguckt oder war es jetzt geschätzt? Ich habe nur 200 Spiele. Ja, ich würde auch ganz gerne irgendwann mal überall S werden. Ich habe ja schon. Sind schon Level 80. Ich habe ja schon ganz gut angefangen mit Herrschaft, da bin ich jetzt ja schon S, aber. Das ist auch der leichteste Modus, finde ich. Weil das ist schon Level 3, die ist easy. Es gibt noch 50 S-Ränge, also 50 S-Plus-Ränge, ne? Jo. 100 ja. S-Ränge. 100? Nee, 50. 100 wäre ein bisschen übertrieben. 50 meine ich, nur bis S-Plus 50. Aber das sind Eier, die hole ich mir. Wenn ich Tinder dann wäre. Halleluja! Oh, der hat mich raus. Das ist die Scheiße hier. Hier wird man gerade ein bisschen arg bombardiert. Enthält. Ja. Yay. Boah, der No-Fire-Show taugt hier. Ja, der ist andauernd tot, aber ist besser als keinen Mate zu haben. Besser einen, der permanent tot ist, so ziemlich, und sich dann einmal richtig einbringt, als gar keinen. Halleluja, hat er Knockback-Depresse. Mate zu haben. Perfekt. Oh Gott, als ob Nathalie jetzt auch in dem Moment gerade down gegangen ist. Ja, dann würde ich sagen, was ist für den Part? Wir sind zu dritt im Tor. Und wir auch. Dann würde ich sagen, ah ja, krass. Vielen Dank fürs Mitspielen an U-Times und Nathalie. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Nathalie, okay. U-Times, ihr dürft auch Tschüss sagen. Jo, so, ciao. Tschüss. Haut rein, abonniert den Cetrix, sonst komme ich zu euch nach Hause. Ist schon längst zu Ende, ne? Weil der Endscreen.